Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, auf einen späten oder einen ja, sehr späten Freitagabend sich hier den Vortrag anzuhören. Kurz zu mir. Mein Name ist Shirin Hake. Ich bin die Projektkoordinatorin des Projektes Tamam und würde jetzt Ihnen gerne das Projekt an sich einmal vorstellen und eben ja, die Materialien, die wir tatsächlich haben. Doch zuallererst würde ich gerne so eine Art Warm-up machen mit Ihnen und Sie gerne mal bitten, in den Chat zu schreiben, was Sie mit dem Wort Tamam, das haben Sie garantiert sicher schon mal alle gehört, und was Sie mit dem Wort Tamam assoziieren. Hallo. Genau, einfach so in den Chat reinschreiben, was Sie mit dem Wort Tamam assoziieren. Also ich lese schon ganz schön unterschiedliche Sachen, aber das meiste trifft super zu. Ja, vielen, vielen Dank für die rege Anteilnahme. Das macht auf jeden Fall Spaß, gerade mitzulesen. Genau, also es geht ja um das Projekt Tamam tatsächlich und die meisten, die hier schon reingeschrieben haben, liegen tatsächlich richtig. Tamam bedeutet, ja, kommt sowohl in der türkischen als auch in der arabischen oder in der persischen Sprache vor und ist ein Ausdruck der Zustimmung. Wird in den drei unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich gehandhabt, ist aber tatsächlich meistens eher eine Zustimmung. Zu dem Begriff komme ich tatsächlich auch gleich nochmal. Aber vielen, vielen Dank fürs Mitmachen schon. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Einstieg. Ich werde wie folgt vorgehen. Ich werde eine kurze Präsentation zeigen, das Projekt erstmal kurz an sich vorstellen, Hintergrund, was es mit den Materialien auf sich hat. Und dann werde ich ein bisschen inhaltlicher werden und Ihnen zeigen, wie das Material aufgebaut ist, wie wir uns das gedacht haben, im Bereich der kulturellen Bildung das Material einzusetzen und wie man es auch in Bezug auf den Arabischunterricht tatsächlich auch schon einsetzen kann. Dazu werde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Und hoffe, dass Sie alle mitlesen können. Genau. Hier haben wir nochmal das Wort Tamam. Tatsächlich einmal in lateinischen Buchstaben und im Arabischen zu stehen. Bei uns im Projekt ist es tatsächlich auch ein Akronym. Also die einzelnen Buchstaben stehen für unterschiedliche Wörter und hier bei uns im Fall steht das tatsächlich für das arabische Ta'awun bayn al-Masajid wal-Matahif, also Zusammenarbeit zwischen Moschee und Museum oder Museen und Moscheen. Und das ist eigentlich das Tamam-Projekt, also in diesem Projekt, in dem ich arbeite. Wir werden gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, sind angesiedelt am Museum für islamische Kunst in Berlin und genau, werden auch unterstützt durch den Freundeskreis des Museums für islamische Kunst. Und genau, das ist sozusagen das kurz zu dem Begriff. Hier habe ich ein Bild, einfach damit man sich nochmal so ein bisschen orientieren kann. Das Museum für islamische Kunst, wo das Tamam-Projekt tatsächlich dazugehört, ist Teil der staatlichen Museen zu Berlin und genau, befindet sich hier auf der Museumsinsel in Berlin. Das ist das Bunte, die sind die bunten Gebäude hier auf der Museumsinsel, die markiert sind. Das ist das Pergamonmuseum. Und innerhalb des Pergamonmuseums befindet sich das Museum für islamische Kunst. Und das ist sozusagen der inhaltliche Input der Materialien. Also wir verknüpfen kulturelle Bildung mit den Objekten, die es in der Ausstellung im Museum eben gibt. Genau, also da sind wir ansässig. Kurz zur Geschichte und zur Gegenwart vom Projekt. Wir existieren schon seit 2015.
Das Projekt hat in den ersten 3 Jahren, also von 2015 bis 2018, partizipativ mit Kunstpädagogen, Kunsthistorikern und unterschiedlichen Vertretern von unterschiedlichen Moscheegemeinden das Material entwickelt, das ich gleich vorstellen werde. Und hat sich halt die Frage gestellt, wie kann man im Raum Moschee eben kulturelle Bildung anbieten, um die muslimischen Jugendlichen für die Ausstellungen des Museums zu begeistern, für das kulturelle Erbe. Und genau, da hat man dann mit Beteiligung eben von mehreren Moscheen in Berlin tatsächlich hauptsächlich dieses Projekt gestartet. Ab 2018, nachdem die Materialentwicklung abgeschlossen war, begann dann die Phase der bundesweiten Arbeit. Das heißt, man hat versucht, das Projekt bundesweit bekannt zu machen, ist in Form von Reisen an unterschiedliche Moscheegemeinden herangetreten, an Verbände und hat eben das Material vorgestellt, in Form auch von Workshops hauptsächlich. So funktioniert eben die Vermittlung bei uns. Und genau, dann kam Corona und dann mussten wir natürlich auch online uns umstellen, was eigentlich relativ gut funktioniert hat. Und seitdem es wieder die Lockerungen gibt, können wir tatsächlich sowohl in Präsenz als auch in online die Workshops anbieten. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir gerade haben und der wir gerade nachgehen. Das Material in Form von Workshops an Moscheegemeinden und so wie hier zum Beispiel auch an unterschiedlichen Foren eben vorzustellen. Noch eine Besonderheit bei uns ist tatsächlich, dadurch, dass wir nicht reisen konnten, haben wir auch unterschiedliche Vertreter vor Ort. Das sind die sogenannten Tamam-Botschafter, die eben auch an unterschiedlichen Städten das Material so vorstellen. Das heißt, man muss nicht unbedingt immer nach Berlin kommen. Aber das ist natürlich auch irgendwo der Reiz, dass man eigentlich die Leute nach Berlin holt, um eben dann sie ins Museum zu führen, um die Objekte, die in den Materialien vorgestellt werden, dann auch live zu sehen. Genau, so viel erstmal zur Arbeit des Projektes. Genau, unsere Ziele hier auch nochmal kurz zusammengefasst. Wir wollen mit den Jugendlichen, das ist nämlich unsere Zielgruppe, muslimische Jugendliche, nicht nur irgendwie Wissen vermitteln, wir möchten mit ihnen nämlich diskutieren. Wir gehen davon aus, dass alle Jugendlichen in irgendeiner Form Wissen haben und wir dann über bestimmte Themen in die Diskussion gehen können. Außerdem wollen wir die kulturelle Teilhabe von Muslimen fördern. Und eben besonders setzt das Projekt eben in der Jugendarbeit an. Das heißt also, die kulturelle Bildung in Moscheegemeinden soll ein zusätzliches Angebot durch das Material erhalten können, um dadurch eben zum Beispiel auf kreative Art und Weise sich mit Fragen der Identität, der Herkunft auseinanderzusetzen und eben auch natürlich dann irgendwann mal ins Museum zu kommen. Hier sieht man auch einen Eindruck eines Präsenzworkshops bei uns, wo eben gerade zum Beispiel über islamische Architektur diskutiert wird. Und genau. So, das war erstmal so richtig, richtig kurz, knapp zusammengefasst, das Arbeiten im Projekt und was das Projekt ausmacht. Ich würde jetzt hier gerne nochmal das Material im Besonderen vorstellen. Und das sieht man hier auf der Tamam-Homepage. Da würde man einfach tamam-projekt.de eingeben und da kann man nochmal alles also nachlesen, was ich Ihnen gerade mitgeteilt habe. Das Wichtigste, was ich Ihnen aber hier mitgeben möchte, sind die Übungen tatsächlich. Und da müsste man dann eher auf den Reiter Übungen tatsächlich gehen. Das ist eben der zweite Reiter hier ganz oben in der Mitte. Und da kann man dann auch die Sprache auswählen tatsächlich. Und wir sind ja hier auch besonders für den Arabischsprachunterricht
zusammengekommen. Und deswegen würde das dann so aussehen, wenn man auch auf Arabisch drückt, dass man hier dann die Übungen auf Arabisch zu stehen hat. Wir sind dreisprachig, das heißt, das kann man sich hier sowohl auch in Englisch als auch auf Deutsch weiter ansehen. Und das Material dient eigentlich dazu, wirklich einem Laien schrittweise etwas an die Hand zu geben, sodass er Jugendlichen mit Jugendlichen in die Diskussion treten kann. Das heißt also, man muss überhaupt kein Vorwissen haben, wie man eine Unterrichtsstunde irgendwie gestaltet, und auch keinen inhaltlichen Input haben vorher über die Objekte, über Kunstgeschichte etc. Das kommt alles vom Material selbst. Genau, unsere Materialien sind in 5 Module oder 5 Themenbereiche aufgestellt. Da hat man dann die unterschiedlichen Themenbereiche so als Überordner sozusagen. Dann wird nochmal kurz beschrieben, was genau hier behandelt wird oder wie Tamam als Projekt sich das Thema vorstellt. Und dann sind die einzelnen Übungen eben in Blau unter die jeweiligen Bereiche aufgelistet. So, und ich habe mir hier jetzt für die Präsentation eben die Moscheeampel ausgesucht. Das ist dieses Objekt hier, was man also sehen kann. Und mit diesem Objekt wird die Frage der Identität nachgegangen. Also hier wird man gefragt, ob die Identität oder man nur eine Identität hat, es einfacher ist, nur eine Identität zu haben oder wie viele Schichten eine Identität haben kann. Und wenn man jetzt das Material sich anschaut auf der Homepage, kann man auch, also wie gesagt, alles auch online nutzen, muss es nicht ausdrucken und hat hier dann so eine Übersicht. Und dann kann sich eben die Person anschauen, okay, also es geht hier um Identität anhand dieses Objektes. Denn sie ist hier zusammengefasst, wie lange die Übung dauert und wie viele Teile sie sozusagen hat, ab wie vielen Personen es sich lohnt, diese Übung durchzuführen, welche Kompetenzen man hier mit den Jugendlichen sozusagen durchgeht und die Themen auch nochmals zusammengefasst. Also kurz und knapp zusammengefasst, für was ist diese Übung gut? Passt sie auf meine Jugendliche und wie kann ich sie selber sozusagen nochmal angehen? Genau, und dann hat man hier nochmal 2 PDFs, die sind ganz wichtig, weil das sind nämlich die PDFs, die zur Vorbereitung genutzt werden müssen. Die erste PDF ist immer die für den Workshop-Leitenden oder für den Lehrer oder Lehrerin. Und die zweite PDF ist das, was man den Schülern oder den Teilnehmenden des Workshops eben in die Hand drückt. Kann man aber, wie gesagt, auch alles online machen, dann muss man das nur vorher ausdrucken. Und wenn man Bildmaterial noch zusätzlich hat, kann man das dann hier auch alles online weiter sich anschauen. Also so ist, sind die Übungen wirklich kurz zusammengefasst, damit man alles auf einen Überblick sieht, wie man dann damit arbeiten kann. So, das war jetzt kurz meine PowerPoint-Präsentation zu den Übungen. Ich würde jetzt gerne noch eine PDF teilen, damit man wirklich sieht, wie das Material aufgestellt ist und wie man das dann auch für den Unterricht nutzen kann. Genau, ich hoffe, man sieht die PDF. Genau, ich habe es gleich auf Arabisch gemacht, damit man sich da schon mal vielleicht was übernehmen kann. Man kann sich das aber auch gerne nochmal dann auf Deutsch anschauen. Also hier ist tatsächlich die Anleitung für den Lehrer oder Lehrerin oder für den Workshopleiter. Und das ist auch die Übung, die ich hier gerade vorgestellt habe mit der Moscheeampel. Hier wird halt nochmal gefragt, so ist es einfacher, die Identität, wenn man nur eine sozusagen eine Identität hat. Und das macht man eben, wie gesagt, mit diesem Objekt. Und wie macht man das? Hier gibt es einen Infotext und wie man dann sozusagen
mit den Schülern das sozusagen vorbereiten kann. Also die Schüler, es wird einem gesagt, so Schritt 1 ist jetzt hier zum Beispiel diese Frage zu stellen und dann müssen die Schüler dann sich anschauen, wie sie sozusagen die Fragen beantworten. Und dann wird immer auf diesen Antworten denn das Material sozusagen weiter aufgebaut. Genau, und dann kann man halt gucken, ob man jetzt dieses Material, so wie es jetzt vorhanden ist, übernimmt und dann eben schaut, ob man das für arabischsprachige Personen oder Lernende so übernehmen kann. Wir sind auch gerade dabei, tatsächlich das Material, das arabischsprachige Material, noch mal ein bisschen aufzudröseln, noch ein bisschen zu vereinfachen, um eben das noch ein bisschen zugänglicher zu machen, weil das tatsächlich einfach eine Übersetzung aus dem Deutschen dann ist und beziehungsweise so auch wissenschaftlich sehr schwierig ist für Jugendliche dann eben gleich zu übersetzen. Oder ja, muss man halt schauen, mit welchem Niveau man dann das Material nutzt. Auf jeden Fall sind wir dabei, das gerade noch ein bisschen zugänglicher zu machen. Genau. Und ja, das ist dann hier das Material, so wie man das dann mit den Jugendlichen durchgeht. Am Ende, also es ist immer so, dass man Eingangsfragen hat, das Objekt mit einbezieht, Infomaterial zu dem Objekt hat und dann am Ende die Jugendlichen sich nochmal zusammensetzen und schauen, was haben sie am Anfang darüber gedacht, was haben sie am Ende mit dem ganzen Infomaterial dann gedacht. Und dass man dann darüber sich halt austauscht. Genau, das ist so der Sinn der Übung. Genau, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal hier stoppen und genau, kurz auf Fragen vielleicht schon mal eingehen, wenn Fragen vorhanden waren. Ansonsten könnte ich natürlich auch das alles nochmal auf Deutsch zeigen. Dann sieht man das vielleicht nochmal und hat ein anderes Gefühl für das Gezeigte. Dafür teile ich nochmal meinen Bildschirm. Genau, jetzt müsste man das hier sehen. Das ist der Screenshot, den ich vorhin gezeigt habe mit der Seite der Übungen und hier auch noch mal auf Deutsch die fünf einzelnen Module. Das ist hier zum Beispiel vernetzte Welten und dann haben wir uns hier gerade auf Arabisch uns angeschaut, wäre eben dein Leben nur einfacher mit einer Identität und das sind eben die drei Übungen, die wir eben im Themenbereich vernetzte Welten haben. Ich stelle mal kurz auch die anderen fünf vier Teilbereiche vor. Dann haben wir noch das Themenbereich den Themenbereich religiöse Vielfalt mit den einzelnen Objekten hier immer auch sehr beliebt, eben wie gesagt, islamische Architektur oder unterschiedliche Konfessionen. Im Themenbereich Gegenwart auch hier die Übung sehr beliebt, was kann ein Bild dir zeigen? Gemeinsames Erbe und Gleichberechtigung. Und so kann man sich durch die einzelnen Übungen klicken und schauen, was möchte ich gerade mit meinen Jugendlichen besprechen, wo könnte ich anknüpfen und genau, was interessiert sie so am meisten. Genau, jetzt sehe ich mal ganz kurz, ob da Fragen sind. So. So, ich bin gerade bei der letzten. An wen richten sich die Übungen als Lehrende genau? Also die Übungen richten sich zurzeit eben noch an Workshop-Leitende, die eben Workshops in Moscheegemeinden zum Angebot der kulturellen Bildung anbieten möchten.
möchten. Jetzt ist es so, dass wir das Material eben auch auf Arabisch haben und eben dabei sind, das Material eben so ein bisschen noch zu vereinfachen, sodass man das wirklich im Arabischunterricht nutzen kann, sodass die Schüler nicht nur Vokabeln lernen und die arabische Sprache so dementsprechend lernen, sondern auch gleich inhaltlich da einen Bezug irgendwie aufbauen können. Dementsprechend ist es halt an Arabischlehrende so gedacht, die eben da einen Bezug sehen oder mit ihren Schülern nochmal eine andere Form von Unterricht gestalten wollen. Genau, also das Material ist kostenfrei. Sie können einfach auf der Homepage bei tamam-projekt.de Übungen sich, wie gesagt, diese unterschiedlichen Slides anschauen und dann einfach raufklicken. Und wenn man sich zum Beispiel hier für die Moscheeampel interessiert, dann kann man einfach nur die PDFs downloaden oder halt direkt auch online machen, je nachdem, wie man gerne arbeiten möchte. Und man ist auch nicht gezwungen, das Schritt für Schritt so zu übernehmen, wie wir das hier so vorgeben. Es wird sehr, sehr gut angenommen in Form von Workshops, haben wir bis jetzt auf jeden Fall festgestellt. Und da ist das Feedback immer, dass es sowohl so funktioniert als auch in abgeänderten Formen, weil man immer schauen muss, was für ein Publikum habe ich gerade, was für Jugendliche sitzen gerade vor mir und wie kann ich das denn anpassen. Und sowohl das Anpassen als auch das ganz normale Übernehmen der Schritte, so wie wir das sozusagen vorgegeben haben, funktioniert und es ist sehr, sehr, sehr gut angenommen. Genau, wir haben halt das Glück, das sowohl auf Englisch als auch auf Arabisch eben anbieten zu können und sehen es einfach als große Chance, das nochmal nicht nur in Moscheegemeinden, sondern eben allen Jugendlichen oder eben Schüler und Schülerinnen irgendwie vor zu stellen, damit eben da genau auch Interesse an vielleicht noch anderen Dingen irgendwie entstehen kann. Genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich lese gerade tolles Material. Schön wäre es, zwischen den Sprachen schalten zu können. Das wäre es tatsächlich. Soweit ist die Homepage noch nicht. Aber jegliche Kritik nehmen wir gerne so irgendwie auf und oder Ideen auf jeden Fall, um eben daran weiterarbeiten zu können. Und genau, ich hoffe, Sie konnten auf jeden Fall jetzt schon mal einiges mitnehmen. Das ist jetzt einfach das Material. Sie können sich das wirklich auf der Homepage ganz entspannt anschauen. Ich wäre ansonsten genau mit der Vorstellung durch und wäre jetzt auf jeden Fall noch für weitere Fragen zur Verfügung.